spricht jetzt Dr. Volker Ulrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen heute über viele 10.000 Menschen in diesem Land, die albtraumhafte Begebenheiten erleiden müssen. Wir reden über den alltäglich bangen Blick aufs Mobiltelefon, über den verängstigten Blick über die Schulter, die Angst, ans Telefon zu gehen, weil er doch wieder anrufen könnte, derjenige, der einer Person nachstellt und ihr das Leben zur Hölle macht. Wir sprechen über zehntausende Fälle, bei denen Menschen sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen. Über Fälle, bei denen Menschen tagtäglich sich kaum aus dem Haus trauen oder Schwierigkeiten haben, an sozialen Kontakten teilzunehmen, weil ein anderer nicht akzeptiert, wie jemand leben will oder welche Entscheidungen er getroffen hat. Und das allein genügt nicht. Die Fälle von Nachstellungen gehen sogar so weit, dass sie ein Eskalationspotenzial in sich tragen. Ein Potenzial, das so weit gehen kann, dass es zu ganz schweren Rechtsverletzungen kommt, tatsächlichen Körperverletzungen, ja sogar von Todesfällen ist auch in jüngster Zeit die Rede gewesen. Deswegen ist der Schutz vor Nachstellungen ein wichtiges strafrechtliches Anliegen. Und es liegt im Kernbereich dessen, wozu Strafrecht auch gemacht ist, den Schutz der Opfer sicherzustellen. Und wir haben hier eine sehr kurze erst, aber ich meine doch bemerkenswerte rechtspolitische Geschichte vorzuweisen. Bis vor 10 Jahren kannte dieses Strafrecht gar keinen Schutz vor Nachstellungen, sondern es mussten erst zusätzliche Straftatbestände verwirklicht werden. Hausfriedensbruch, sexuelle Nötigung, Beleidigung, schwere Körperverletzung. Und es war auch eine große Koalition, die im Jahr 2006 den Paragraphen 238 normiert hat. Und heute ist Zeit und auch unsere Pflicht, Bilanz zu ziehen. Und wir haben nach 10 Jahren Paragraph 238 festzustellen, dass er ein guter erster Schritt war, vor Nachstellungen zu schützen, aber er ist in seiner derzeitigen Form noch nicht ausreichend. Deswegen werden wir nachlegen und ein gutes Gesetz noch besser machen. Die Fallzahlen, meine Damen und Herren, sprechen dafür, dass wir diesen Paragraphen ändern müssen. Wenn von etwa 20.000 Anzeigen im Jahr nur etwa 1 bis 2% zur Verurteilung kommen und man auch noch einpreisen muss, dass viele Menschen aus Angst und aus Scham gar nicht erst Anzeige erstellen, dann zeigt es, dass dieser Paragraph in seiner Konstruktion gut gemeint war, aber nicht in jeder Form auch 100% gut gemacht. Und deswegen haben wir auch den Mut zu sagen, wir verbessern diesen Paragraphen. Es ist den Menschen schwer zu vermitteln, dass derjenige, der Opfer einer Straftat wird, sein Verhalten erst ändern muss und damit genau den Erfolg eigentlich herbeiführen muss, den der Täter sich von seinem Opfer erst erwünscht. Für uns ist klar, nicht das Opfer muss sein Verhalten ändern, sondern der Täter muss seiner Rechenschaft zugezogen werden. Das ist Kern eines verantwortungsvollen Strafrechts. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig zu sagen, dass die Deliktsform, die sich jetzt ändert, von einem Erfolgsdelikt zu einem Eignungsdelikt die richtige Form ist, weil sie auch bei einem Eignungsdelikt natürlich schon eine Rechtsverletzung haben. Die Rechtsverletzung liegt bereits darin, dass der Täter eine Handlung vollzieht, die geeignet ist, eine schwerwiegende Folge herbeizuführen. Dass er ein Verhalten an den Tag legt, welches typischerweise zu schweren psychischen Belastungen führt. Zu den eben von mir beschriebenen Angstzuständen. Zu dem Umstand, dass jemand sich nicht mehr traut, auf die Straße zu gehen.
so vielen Hunderten oder Tausenden anrufen. Allein dieser Umstand hat doch bereits einen Unrechtsgehalt an sich. Und deswegen ist es richtig, dass dieser Paragraph zukünftig ein Eignungsdelikt ist, weil er durch den Charakter des Eignungsdeliktes viel stärker den Opferschutz verwirklichen kann. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, ist es ebenso richtig, dass wir dem Privatklageweg im Bereich von Nachstellungen ein Ende bereiten. Es war vielleicht gut gedacht, dass, wenn die Schwelle noch nicht vorhanden war, dass der Staatsanwalt tätig wird, jeder selbst sein Recht in die Hand nehmen sollte. Aber gerade in dem Fall von Nachstellungen haben wir die Konstellation, dass das Opfer seinem Peiniger, demjenigen, der nachstellt, gerade nicht begegnen möchte. Und wenn Sie das Opfer auf den Privatklageweg verweisen, dann hat er ja gerade die Situation, dass er dem Opfer vor Gericht begegnen muss, dass er selbst es sein muss, der einen Prozess gegen das Opfer anstrengt und damit es vor Gericht möglicherweise sogar zu einer Konfrontationssituation mit dem Opfer kommt, was der Täter möglicherweise sogar herbeiführen möchte. Deswegen, aus Gründen eines objektiven Opferschutzes, war der Privatklageweg der falsche, und deswegen ist es richtig, wenn wir diesen Privatklageweg streichen und sagen, Stalking, Nachstellungen, ist ein schwerwiegendes Delikt, ist ein Delikt, was in die Lebenssphäre eingreift. Hier müssen die Staatsanwaltschaften selbst tätig werden. Sie müssen es unterbinden, und der Rechtsstaat muss hier zur Geltung kommen. Meine Damen und Herren, die Botschaft der heutigen Debatte muss auch sein, dass die Opfer von Nachstellungen nicht alleine sind. Sie sind nicht alleine, weil dieser Rechtsstaat ihnen zukünftig noch mehr Schutz gewährleistet. Aber sie sind nicht alleine, weil durch diese Debatte auch die Botschaft ausgesandt wird, dass wir eine Sensibilisierung brauchen für die Opfer, dass sie nicht allein gelassen werden, dass Menschen, die Opfer von Nachstellungen werden, auch Verständnis bekommen in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis, dass auch die Kollegen am Arbeitsplatz, die mitbekommen, dass eine Kollegin oder ein Kollege gestalkt wird, dass er Opfer wird von Nachstellungen, dass sie ihm schützend zur Seite stehen, dass diese Gesellschaft insgesamt nicht akzeptiert, wenn Menschen Opfer werden von Nachstellungen, von Bestellungen, von Anrufen, von SMS, dass wir jeder also diese Verpflichtung wahrnehmen, Menschen zu schützen und zu einem gedeihlichen und guten Miteinander beitragen. In diesem Sinne freue ich mich auf gute Beratungen, und ich hoffe, dass wir aus einem guten Gesetzentwurf ein Gesetz machen, welches die Opfer schützt und damit stärker dazu beiträgt, dass Menschen, viele Menschen, weniger stark mit Angst konfrontiert sein müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt